So, da ist immer wieder. Oh, guten Morgen. Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Nein. Ich habe noch nicht alle gefunden. Ich habe gerade richtig angefangen. Aber bald. Bald. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind ja auch gar keine Leute. Optionales Herausforderungsgrab, ja. Das wird da oben sein. Gehe ich mal stark von aus, oder? Holzfällerlager. Ne, das optionale Grab ist da. Oh, okay. Weißt du, ich habe irgendwie gerade Interesse an diesem Holzfällerlager, aber ich glaube, kam ich wohl von da oben? Nee. Kam ich nicht. Lass mich mal durch hier. Gab's hier was Wichtiges? Heben wir auch hier. Warten wir mal da hoch. Ich will mal kurz zum Holzfällerlager. Oh. Es sei denn, ich muss da hin. Nein. Okay, gut. Hui. Wie gemein. Oh, okay, es sind nur Federn. Dann wollte ich nicht. Ich dachte, hier gibt es hier wieder was zu lesen. Zum Beispiel. Oh. Eine Höhle. Wow. Also das ist wirklich mal was Besonderes hier. Okay. Es ist so besonders, das ist schon gar nicht mehr besonders. Habe ich jetzt... Ja, okay. Gut, ja, das hat jetzt sich nicht so gelohnt. War nicht so belohnt. Na gut. So, so weit waren wir schon. Okay, hier ist auch irgendwo ein Grab. Das ist da. Ich will es ja zumindest schon mal markieren. Aha. Vielleicht hier im Gebäude. Oh, da oben gibt es was zu lesen. Immer noch in halb 8 Stellung. Da ist eine Flagge, ja, und die... Was hat die eigentlich? Ich würde so gern einiges machen, aber das kann sie alles nicht. Geh mal da runter. Das kannst du doch wohl. Danke. Okay, ich sollte jetzt dann nicht der Quest. Ich folge jetzt mal. Ich gehe jetzt auch noch nicht zum Grab. Ich folge jetzt diesen Punkten. Vielleicht kriege ich ja von dem jungen Mann irgendwas.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich krieg das Jagdmesser hier. Hier ist so viel zum Schneiden. So, da ist noch ein Turm. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Welche Zeichen denn? Ist da? Schießen. Achso, das da schießen. Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Was ich eigentlich jetzt nicht suchen wollte. So, gehen wir erstmal hier rüber. Das hat ein bisschen was Open-Worldiges, ne? Oh, Fresse halten. So, ich habe ja noch nichts zum Schneiden. Hierfür brauche ich jetzt keinen Dietrich, okay. Compoundbogen, oh, das ist schön. Da hinten ist noch ein. Ja, die Flaggen kann ich nicht. Also die Flaggen kann ich noch nicht. Das ist. Nee. Das geht ja gar. Warte mal. Oh, hopp. Gucken, was hier oben so ist. Oh, fehlende Ausrüstung. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Ach, das ist ja süß. Da oben kommt's rein, wird mit dem Löffel theoretisch immer da. Okay. So, hier fehlt mir eine Ausrüstung. Ah, alles klar. Ja, mir fehlt hier die Ausrüstung. Dann werde ich mich aber erstmal darum kümmern, dass ich hier die. Ja. Die Funktürme erstmal platt mache. Ja. Da hinten ist noch einer. Da oben sehe ich ihn schon. Sehr open-worldig. Ich frage mich nur, wie ich da hinkomme. War das ein Reh? Wahrscheinlich. Wie komme ich denn da jetzt hin? So nicht. Okay. Ja, ist mir schon klar, dass das eine erkletternde Wand ist. Oder erkletterbare Wand. Hui! Also hier gibt es schon zwei optionale Gräber, aber ich wette, für beide brauche ich irgendwas, was ich noch nicht habe. Oh. Guckst du? So. Hier ist Ruhe. Kurz das Grab, ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Mhm. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber Nein. Es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Mhm.
Okay, ich könnte hier... Ach ja, siehst du, Schrauben habe ich auch gekriegt. Könnte ich den polierten Lauf... Ich könnte sogar noch mehr Schaden verursachen mit dem, mit der Gift-Faust-Büchse. Ah ja. Das klingt toll. Ich wollte jetzt die Schnellreise aber ausnahmsweise nicht nutzen. Oh, da hinten muss ich hin. Ich sehe schon. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Ich dachte, bei C lässt es immer... Jetzt reicht's mir. Hallo Eichhörnchen. So, da ist noch so ein Türmchen. Keiner kann Schwanz verstehen. Es ist kalt, ich sehe es ein. Ah, da oben drauf, okay. Ich wollte noch nicht so weit vorrücken. Wie komme ich da oben rauf? Was? Ernsthaft? Ui. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Verstehe das nicht. Komm, hoch, noch on top. So, mich dünkte, ich musste hier rauf. Genau, um dann hier... Okay, voraussichtlich doch nicht. Ach Mann! Wie soll ich denn da oben hoch? Verrat mir das doch mal. Springen wir runter jetzt hier. Blubberte gerade irgendwas. Und das ziemlich laut. Nee. Na gut, dann mal hier hoch. Hier lang.
Dadurch, okay. Ah ja. Dann da lang. Ja gut, dass es so ein leicht zu findender Weg ist. Das ist echt toll. Gut. Ich höre es schon funken. Was ist? Außer ein Nest. So. Jetzt Schluss hier und da müsste ich eigentlich hin. Huch. Ich hab doch. Gut. Ja, ich hab, aber es interessiert keinen. Würde ich das überleben? Bestimmt. Sag ich doch. Das blubbert hier so. Ich hab gerade gefragt, was ist das denn? Was blubbert denn da so? So, jetzt muss ich hier aber auch nochmal kurz rein, weil hier gibt's ja was. Nämlich was zu lesen. Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. Die russische, ja. Die russische Weiterbildung war das, ja. Ist hier oben noch was? Oh, was ist das denn? Oh, was ist denn vor allen Dingen das? Guten Tag. Na Mensch. Gib mal her. Oh, ich habe halt die Hautautomatische. Dass wir drüber gesprochen haben. Ja, komm. Hui. Oh, nur nicht auf der Kreissäge landen. Nein, nein. Das ist eine ganz doofe Idee. So, junger Mann, ich habe da jetzt die Mission für dich erledigt. Ich hoffe, ich krieg da jetzt auch was für. War ja doof genug. Juhu. Wo ist er denn? Da ist er. Steht abholbereit hier. Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Ja. Yeah. Achso. Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Ich hab den Dietrich! Dietrich! 3000 Credits verdient. Pistole freigeschaltet. Jetzt die automatische, oder was? Na egal. Fähigkeiten. Was haben wir denn noch ans Überleben da? Das war Wurf. Die Herstellung. Aha. Nee. Ist noch nicht ganz so was Reizvolles dabei. Jäger. Zier aufgeladene Bogenschüsse. Munitionsmenge. Oh. Nehmen wir. Jetzt glühen auch meine Tiere. Also nicht meine, aber Tiere. So, nun habe ich den Dietrich, aber immer noch keine Schere. So, und hier sind zwei optionale Gräber. Eins habe ich ja markiert. Gehen wir doch mal in eins rein. Achso, das war dieses Loch im Boden, genau. Was? Konnte ich doch einsinnen? Ach, das ist ja Holz. Ja, stimmt. Gib mal her. Danke. Hallo, Wolf. Na, sowas. Was machst du hier? Gehen wir erstmal hier in die Höhle.
Pilze. Schön, dass ich die Pfeile immer wieder kriege. Nicht alle, aber... Was? Magnesiterz. Ach, ich kann es auch... Ich kann jetzt sogar... meinen? Also, das meine ich aber auch. Das ist ja... Das ist eine Karte, oder? So, okay. Was wird mir denn jetzt angezeigt? Oh, Relikt. Ach du Scheiße. Relikte. Oh oh. Oh 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 oh. Ja, ich hab anscheinend noch ein bisschen. Da bin ich. Das ist eine. Das war eine Herausforderung. Weißt du was? Ich weiß ja, wo das Lager ist. Schnell das Relikt noch schnappen. Dann geht's ins Grab, ich schwöre. Käfig. Das Relikt ist eingesperrt. Na? Ein Familienfoto. Oh. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Okay. Ja, jetzt aber ins optionale Grab. Jetzt haben wir lang genug gewartet. Komm. Nicht mehr ablenken lassen. Nein, gleich rein. Okay, ich nehme die Leiter. Klingel doch nicht so. Zum Beispiel hier und da gibt es auch was zu lesen. Hui. Sehr gut. Da gab es was zu lesen. Ist faszinierend, wie viel ich mitnehmen kann hier. Oder was ich alles mitnehmen kann. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Ah, Griechisch wieder? Ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Natürlich, ist ja ein Grab, ne? Also. Okay, rutschen wir mal. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. Boah, das war jetzt. Das ist jetzt nicht viel, ne? Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Mhm. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein. Na gut, warum nicht? Die mussten ja auch ihr eigenes Geld haben. So, dann muss ich wohl hier runter, wa? Nein, muss ich nicht. Lalalalalala. Oh, schön.
Halt, übertreib nicht, nein! Oh. Das ist ja lieb. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Okay. Ich hoffe nicht, dass das Gold ist. Das ist ja dann komplett weich. So, was haben wir hier? Hier einen Stöpsel ziehen. Da ist Geld! Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Was? Was war das? Alter, ich werd bekloppt. Das war gemein. Was? Das ist ein Ölfass? Oje. 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 Ich dachte, da kommt jetzt Wasser rausgesprudelt. Okay. Ich bin ein bisschen zu ängstlich. Okay. Nur mir missfällt der Gedanke... Mir missfällt nur der Gedanke, dass ich dann im Grunde genommen da wieder zurück muss, durch die Ventilatoren durch. Das missfällt mir ein wenig. Ausrüstung. Ausrüstung ist erstmal besser. Was kann ich hier? Speicherkapazität von Ressourcen. Jo. Finde ich gut. Finde ich besser sogar. So ein hübsches Täschchen. Hast du gut gemacht. Das war's auch schon. Okay. Okay, da muss ich also rein, da wo das Wasser fließt. Das Wasser erodiert alles. Bei dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Ui, da ist wieder so ein... Eine Zisterne. Sie ist uralt. Geil, cool.